Hey, willkommen zurück hier auf meinem Channel am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute soll es darum gehen, wie ein Gespräch optimalerweise mit einer Frau verläuft, vor allem mit einer fremden Frau. Wenn du sie näher kennenlernen willst, wenn du möchtest, dass sie die Möglichkeit hat, von dir begeistert zu sein, wenn du sie wiedersehen willst und wenn du auch hoffst, dass bei euch mehr daraus werden kann, also dass ihr vielleicht miteinander rummacht, dass ihr miteinander schlaft oder dass sich vielleicht sogar eine Beziehung daraus ergibt. Und ich will dieses Video machen, weil ich in letzter Zeit mit vielen Leuten telefoniert habe, mit vielen Männern und immer wieder merke, dass es vielen Männern schwerfällt, so die Grundlagen zu verstehen. Die Grundlagen davon, wie sich so ein Gespräch aufbaut. Und viele Männer haben da einfach die falsche Sicht. Denn viele Männer glauben, sie müssten ganz besondere Dinge sagen oder diesen oder jenen Satz, um die Frau zu beeindrucken oder um ein tolles Gespräch entstehen zu lassen. Aber dem ist gar nicht so. Und meistens ist es so, wenn du auf eine fremde Person triffst und eine fremde Person auf dich trifft, dann ist da ein gewisser Abstand zwischen euch beiden. Das ist ja vollkommen klar. Du kennst sie nicht und sie kennt dich nicht. Und am Anfang kann es oft passieren, und das passiert auch mir, dass Gespräche mit fremden Personen ein bisschen holprig sind. Das ist vollkommen normal, denn es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die unbewusst so ein bisschen abgeklärt werden, während ihr euch das erste Mal begegnet. Das könnte zum Beispiel unter anderem sein, dass ihr so ein bisschen untereinander abklärt, hey, wer ist so ein bisschen der Dominantere, wer übernimmt so ein bisschen die Führung, wer legt hier so ein bisschen die Thematiken fest. Es könnte auch sein, dass du schaust, hey, in was für eine Kategorie Mensch passt denn dieser Mensch? Ist es potenziell vielleicht ein gefährlicher Mensch, bei dem ich mich in Acht nehmen sollte? Kann ich ihm vertrauen? Kann ich ihm nicht vertrauen? Und all diese Dinge schätzen wir einfach am Anfang des Gesprächs so ein bisschen ein, ganz unbewusst. Deswegen kommt es dir vielleicht manchmal so vor, als ob Gespräche am Anfang so ein bisschen distanziert sind und da ist eine gewisse Wand zwischen euch beiden. Und viele Männer verunsichert das direkt von Anfang an. Und das muss es gar nicht, denn diese Mauer ist ganz normal. Die entsteht auch bei mir und anderen Leuten. Außer, und da gibt es auch eine Ausnahme, außer du triffst eine Person, mit der du sehr schnell auf einer Wellenlänge bist. Es kann manchmal sein, dass man Personen trifft, kennst du vielleicht auch, mit denen man sofort auf einer Wellenlänge ist. Da ist es dann anders. Aber das ist eher die Seltenheit. Deswegen so die erste Phase des Gesprächs, und das ist ganz normal, überhaupt nicht komisch und muss dich auch nicht verunsichern, ist, dass beide sich so ein bisschen abtasten, dass beide nicht genau wissen, hey, was halte ich denn von der anderen Person, und beide auch noch keine persönlichen Details von sich geben. Und an dieser Stelle auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt: wenn du als Mann ganz, ganz früh anfängst, von super persönlichen Sachen zu reden, dann ist es einfach komisch. Es wird einfach als komisch wahrgenommen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist oder dass man das auf keinen Fall machen sollte, aber es ist nicht normal, es ist komisch. Und es wird der Frau wahrscheinlich nur kommunizieren, wieso erzählt er mir so früh so private Sachen? Hat er vielleicht niemanden, mit dem er sich unterhalten kann? Oder woher kommt das? Also es wird keinen positiven Effekt auf euer Gespräch haben, wenn du sehr früh sehr persönlich wirst. Sowas passiert in einem normalen Gespräch, in einem normalen Kennenlernen etwas später. Sagen wir mal, du hast die Frau getroffen und ihr seid auf ein Spontan-Date gegangen und jetzt unterhaltet ihr euch seit einer Stunde und jetzt fängst du an, vielleicht so ein paar persönlichere Sachen zu erzählen. Das könnte passen, je nachdem, wie gut ihr euch dann schon kennt. Auf dem zweiten oder dritten Date, auf dem ersten, zweiten, dritten Date fängst du an, persönlichere Sachen zu erzählen. Dann kann es besser passen. Und so geht es eben von diesem, ich sag mal, eher Smalltalk-mäßigen, hey, wir machen ein bisschen Smalltalk, wir haben ein bisschen Spaß, wir bleiben ein bisschen an der Oberfläche der Dinge und gucken mal, wer die andere Person ist, zu, hey, es wird irgendwie ein bisschen intimer von den Gesprächen her. Ja? Das sind dann solche Themen wie, cool, warum machst du denn überhaupt deinen Beruf zum Beispiel? Oder wo sollst du überhaupt für dich hingehen allgemein so im Leben? Was hast du dir vorgestellt? Was ist dir so wichtig? Was ist dir vielleicht in Beziehung wichtig? Was ist dir bei einer Frau wichtig? Also als Gegensatz, was ist dir bei einem Mann wichtig? Was ist dir generell so wichtig im Leben? Was machst du gerne so? Was sind deine Hobbys und warum machst du sie gerne? Das sind so Dinge, die schon ein bisschen tiefer in die Persönlichkeit einer Person eindringen und die dann meistens so im ersten und zweiten Date ankommen. Und wenn du das auch so machst, weißt du, wenn sich das so entwickelt, dann fühlt sich das für die Frau auch normal an und nicht komisch. Wenn du von vornherein sehr privat wirst und das nach sehr kurzer Zeit, das wird die meisten Frauen eher verschrecken oder verunsichern, anstatt dass sie sich wohl mit dir fühlen können. Und dein Ziel sollte immer sein, dass die Frau sich wohl mit dir fühlen kann. Denn wenn die Frau sich wohl mit dir fühlt, dann öffnet sie sich dir. Und wenn sie sich dir öffnet, dann ist sie auch bereit, mit dir zu schlafen und sich emotional in dieses Zusammensein mit dir reinzubegeben. Was heißen kann, dass sie sich dann in dich verliebt. Das muss es nicht heißen, aber dann hast du die besten Möglichkeiten dazu. Wenn du merkst, eine Frau ist relativ langsam in der Art, sich zu öffnen. Ja? Ich habe manchmal Frauen getroffen, die einfach wirklich wirklich Monate gebraucht haben, mehrere Treffen über mehrere Monate, um so ein bisschen aus sich rauszukommen.
Wenn du merkst, du hast so eine Frau, dann kannst du Folgendes machen, das ist eine ganz geniale Technik, nämlich einfach einen Vertrauensvorschuss liefern. Ich glaube, das haben wir damals bei den Flirt-Profis immer so genannt, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber Vertrauensvorschuss ist einfach, wenn du merkst, die andere Person möchte auf dieses Gebiet nicht gehen, thematisch gesehen, dann machst du den ersten Schritt, gehst auf dieses Gebiet und erzählst eine eigene Geschichte auf diesem Gebiet. Angenommen, ihr redet über verrückte sexuelle Erfahrungen und sie öffnet sich dir an dieser Stelle nicht, dann kannst du zuerst mal eine verrückte sexuelle Erfahrung erzählen und gibst ihr damit auch gleichzeitig so einen Referenzwert. Also zeigst ihr, hey, guck mal, das ist für mich eine verrückte Sexgeschichte und um diesen Referenzwert herum solltest du oder kannst du jetzt eine Geschichte erzählen. Und so könnt ihr in das Thema einsteigen, weil sie merkt, hey, er hat jetzt darüber geredet, das ist für ihn also in Ordnung, das, was er gerade erzählt hat, also kann ich auch so etwas in die Richtung erzählen. Ja, ich hatte letztens ein Treffen mit einer Frau und wir haben am Anfang, waren wir ein bisschen auf diesem Abstand und dann mit der Zeit kamen wir ein bisschen auf das Thema Beziehung zu sprechen und auch darauf, dass ich meine offene Beziehung hatte. Und da hat sie halt gemerkt, hey, der Typ ist nicht so der Beziehungstyp, zumindest nicht sofort, sondern kann mit diesem offenen Begriff was anfangen, hat auch mit mehreren Frauen was. Und in dem Moment, wo ich dann auch ein paar Geschichten erzählt habe aus der offenen Beziehung, ist sie dann auch aufgetaut und hat selbst angefangen, über diese Dinge zu reden. Also darüber, dass sie eigentlich gerne mal mit verschiedenen Männern schlafen möchte, dass sie das ihrem Freund vorgeschlagen hat. Und das kam dann so bei ihr, nachdem ich den ersten Schritt gemacht habe und ihr gezeigt habe, hey, in diesem Kontext zwischen dir und mir ist es in Ordnung, sowas zu erwähnen. Das heißt, wenn die Frau sich nicht von sich aus öffnet, also am Anfang gibst du ihr gerne Raum und guckst, öffnet sie sich von sich aus, wann ist sie an diesem Punkt. Aber wenn sie sich nicht von sich aus öffnet, dann trittst du einfach ein bisschen in Vorleistung, öffnest dich an der Stelle und gibst ihr damit die Möglichkeit, das genauso zu tun. Weil dann weiß sie, okay, er hat die Führung übernommen, was wieder eine männliche Eigenschaft ist, was gut ist. Er hat die Führung übernommen und bei ihm kann ich mich wohlfühlen, weil er selbst von diesem Thema erzählt. Also es ist in Ordnung für ihn, also kann ich auch von diesem Thema erzählen. Und so geht es halt immer weiter von einem Gespräch, wo erst ein bisschen Abstand ist, über eher oberflächlichere persönliche Themen zu tieferen persönlichen Themen. Und so entwickelt sich vom ersten Kennenlernen bis hin zur, sage ich mal, Beziehung oder längeren Sexbeziehung, entwickelt sich so eine Beziehung. Und was ich dir mit diesem Video sagen möchte, ist, dass du aufpassen solltest, an welcher Stelle du was machst. Viele Männer, und das ist ein häufiges Problem, treffen die Frau ein-, zweimal oder vielleicht wirklich einmal. Und das Erste, was sie machen, ist, sie erzählen der Frau einfach alles, was es über sie zu wissen gibt. Alles. Und dann wundern sie sich, warum die Frau sich nicht noch auf ein zweites Date mit ihnen trifft. Denn sie haben ihr ja schon alles erzählt, was es zu wissen gibt. Warum sollte die Frau dich nochmal treffen? Sie weiß bereits alles über dich, denn du hast ihr bereits auf dem ersten Date alles über dich erzählt. Und was du an dieser Stelle machen kannst, um das zu verhindern, ist, dass du einfach die Frau ungefähr 70%, 80%, 90% des Redens machen lässt. Also konzentriere dich bei den Dates darauf, dass du die Frau Dinge fragst, dass die Frau viel redet und beantworte auch nicht alle der Fragen der Frau immer sofort. Wenn sie dir ein paar tiefere Fragen stellt, dann musst du sie, wenn ihr auf dem ersten Date seid, nicht sofort beantworten, sondern du kannst ein bisschen spielerisch bleiben, ein bisschen distanziert vielleicht auch und diese Fragen dann beim zweiten oder dritten Date beantworten. Weil so bleibt die Spannung aufrecht und sie fragt sich halt immer, okay, ich weiß eigentlich noch gar nichts über diesen Typ, aber ich finde ihn interessant. Gleichzeitig weißt du aber fast alles über sie, denn sie redet ja fast nur und sie fühlt sich damit bei dir wohl. Nochmal zusammengefasst, wenn du sie 80%, 90%, 70% der Zeit reden lässt, dann fühlt sie sich bei dir wohl, weil sie sich mit dir geteilt hat. Gleichzeitig bist du aber immer noch so ein bisschen ein Geheimnis für sie und sie fragt sich immer noch, okay, was ist das für ein Typ, was hat es mit dem auf sich, den will ich auf mehrere Dates wieder treffen. Und so kann sich das ganz, ganz natürlich entwickeln von wir lernen uns kennen zu wir haben ein Date, wir haben mehrere Dates, wir haben eine sexuelle Beziehung, wir haben eine feste Beziehung, wo auch immer du damit hin willst. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Am Samstag gibt es das nächste Video. Unten in der Ecke kannst du noch meinen Kurs machen, wie attraktiv du auf Frauen wirkst. Da zeige ich dir auch, wie du noch attraktiver auf Frauen wirken kannst. Und du wirst da Teil meines Online-Coachings, in dem du nochmal Informationen bekommst, die du hier nicht bekommst. In der Ecke kannst du den Channel abonnieren, dann verpasst du nämlich keine Videos mehr, wenn sie rauskommen. Und oben geht's zum letzten Video auf diesem Channel, was ich dir empfehlen kann. Das wäre ein sehr gutes Video mit einem sehr wichtigen Thema, das sicherlich auch dir weiterhelfen wird auf deinem Weg zu mehr Erfolg mit Frauen. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.